Und sie, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend: Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft. Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr verhalten. Wie schön sie sind! Nicht wahr? Antwortete sanft die Blume. Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren. Der kleine Prinz erriet wohl, dass sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend. Ich glaube, es ist Zeit zu frühstücken. Hätten Sie die Güte? Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume begossen. So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gefehlt. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt: Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, hatte der kleine Prinz eingewendet, und die Tiger fressen auch kein Gras. Ich bin kein Gras, hatte die Blume sanft geantwortet. Verzeihen Sie mir. Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie keinen Wandschirm? Grauen vor Zugluft? Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze, hatte der kleine Prinz festgestellt. Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen, das ist schlecht eingerichtet. Da, wo ich herkomme. Aber dann hatte sie sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorns gekommen, sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie zwei- oder dreimal gehustet, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm? Ich wollte ihn gerade holen, aber sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen, um ihm trotzdem Gewissensbisse aufzunötigen. So hatte der kleine Prinz trotz seiner aufrichtigen Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. »Ich hätte nicht auf sie hören sollen«, gestand er mir eines Tages. »Man darf den Blumen nicht zuhören, man muss sie anschauen und einatmen. Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte mich besser rühren sollen.« Er vertraute mir noch an. »Ich habe damals das nicht verstehen können. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen sollen. Ich hätte hinter allen armseligen Schichten ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so widerspruchsvoll. Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können.« Ich glaube, dass er zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine tätigen Vulkane. Er besaß zwei davon. Das war sehr praktisch zum Frühstück kochen. Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Da er sich aber sagte, man kann ja nie wissen, fegte er auch den erloschenen Vulkan. Wenn sie gut gefegt werden, brennen die Vulkane sanft und regelmäßig, ohne Ausbrüche. Die Ausbrüche der Vulkane sind nichts weiter als Kaminbrände. Es ist klar, wir auf unserer Erde sind viel zu klein, um unsere Vulkane zu kehren, deshalb machen sie uns so viel Verdruss.
Der kleine Prinz riss auch ein bisschen schwermütig die letzten Triebe des Affenbrotbaumes aus. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren würde. Aber alle diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß. Und als er die Blume zum letzten Mal goss und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glasglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen. »Adieu«, sagte er zur Blume. Aber sie antwortete ihm nicht. »Adieu«, wiederholte er. Die Blume hustete, aber das kam nicht von der Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie endlich zu ihm. »Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche, glücklich zu sein.« Es überraschte ihn, dass die Vorwürfe ausblieben. Er stand ganz fassungslos da mit der Glasglocke in der Hand. Er verstand diese stille Sanftmut nicht. »Aber ja, ich liebe dich«, sagte die Blume. »Du hast nichts davon gewusst. Das ist meine Schuld. Es ist ganz unwichtig, aber du warst ebenso dumm wie ich. Versuche, glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen, ich will sie nicht mehr. Aber der Wind, ich bin nicht so stark erkältet, dass die frische Nachtluft wird mir gut tun, ich bin eine Blume. Ich muss wohl 2 oder 3 Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Auch das scheint sehr schön zu sein. Wer wird mich sonst besuchen? Du wirst ja weit weg sein. Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht, ich habe meine Krallen.« Und sie zeigte treuherzig ihre 4 Dornen. Dann fügte sie noch hinzu: »Zieh es nicht so in die Länge, das ist ärgerlich. Du hast dich entschlossen zu reisen, so geh.« Denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sehe. Es war eine so stolze Blume.